diesmal auch eines wird. Ich versuche es zumindest. Und diesmal wollte ich einmal zeigen, wie ich die Haut koloriere. Da ich jetzt nicht das ganze Bild durchkolorieren wollte, mache ich das einfach in ein paar Steps. Und als erstes ist halt wichtig, dass man weiß, wie das Gesamtbild im Endeffekt aussehen soll. Oder dass man zumindest eine Vorstellung davon hat. Bei dem Bild, das kennen vielleicht manche noch gar nicht. Ich weiß nicht, ich habe auf Facebook manchmal ein paar Bilder gezeigt davon. Das ist eigentlich schon ewig alt. Also ich wollte schon seit ziemlich langer Zeit machen. Es soll Nacht sein auf dem Bild und sie wird halt von unten angestrahlt. Weil das Ganze ist halt in London und sie sitzt quasi auf einem Turm der St. Paul's Cathedral. Und die ist halt nachts immer ziemlich hell beleuchtet. Daher ist es eigentlich ganz praktisch. Ich mache eh gern helle Haut. Jetzt muss ich nur mal schauen. Ich benutze halt immer den seit neuestem, seit ich zu Ostern, Weihnachten war das, glaube ich, oder? Egal. Ich hatte halt eine neue Copic-Box bekommen, hier mit ganz vielen 36er-Packung, meine erste Geschenk bekommen, eine kleine zumindest. Die anderen habe ich mir alle zusammengesammelt über die Jahre. Und da benutze ich halt seit neuestem den E00er. Ich hoffe, das sieht man. Muss ich mal kurz schauen. Ja, das sieht man. So. Der hat auf der Dokumi, glaube ich, ein wenig gelitten. Aber er müsste eigentlich noch in Ordnung sein. Schaue ich mal kurz, wo ich Papier habe. Wird vorbereitet. Doch, da ist es. Immer so ein bisschen Schmierpapier zum vorher ausprobieren. Wenn man mit Bleistift oder so, beziehungsweise mit Copics über Bleistift geht oder andere Liner, die sich lösen, hat man dann meistens schwarz auf der. Hier sieht man das auch so ein bisschen. Hat man dann ein bisschen die Pinselspitze verfärbt. Die benutze ich übrigens am allerliebsten, weil ich finde, bei der anderen Spitze, die, das ist so filzähnlich und das verschmiert sich noch eher mit irgendwelchen anderen Partikeln und ich benutze halt am liebsten die Spitze. Und ich gehe eigentlich so vor, dass ich mir immer so kleine Stellen raussuche, die dann koloriert werden. Dass man halt keine mega große Fläche auf einmal hat, weil wenn der Stift dann doch leer gehen sollte, ist das schwerer zu beheben. Besonders, weil das hier kein Copic-Papier ist, sondern von Canson. Was ich am liebsten benutze, da man darauf mit Copics und mit Aquarell und Airbrush halt arbeiten kann, was ich ja alles öfters gerne mal vereine. Und wenn man halt große Flächen hat, sollte man möglichst schnell und gleichmäßig ineinander arbeiten, damit das nicht so schnell antrocknet und den ungeliebten Filzereffekt, also Streifen, verursacht. Und achtet am besten darauf, wegen Bleistiftpartikeln, was ich eben angesprochen hatte, dass ihr gut radiert. Weil wenn ihr nämlich dann irgendwo hier lang geht und auf einmal hier am Mund, zack, habt ihr den Striemen, den kriegt ihr nicht mehr weg. Das war's dann. Damit habe ich auch schon einige Bilder ja, versaut. Relativ. Also es ist halt schwierig, sehr, sehr schwierig auszubügeln. Ich mache jetzt auch nur mal, ich weiß jetzt nicht, wie weit die Kamera reicht, aber ich mache jetzt auch nur mal Hand und Gesicht. Und halt das Praktische an der Pinselspitze ist, dass die halt, also je nachdem wie man die führt, kann man halt kleinere Flächen, größere Flächen, alles auf einmal quasi ausmalen.
Röhre. Aber da die hier neu sind, probiere ich die dann gerne mal aus. So, da ich das Licht immer noch von unten habe, hier an der Seite habe ich zwar den Mond im Himmel, aber der strahlt nicht wirklich. Besonders weil sie quasi um die Ecke sitzt. Da bringt das rein gar nichts, das Licht. Das beachten wir also mal so gar nicht. Das kann ich nachher noch mit Weiß dann an den Rändern hier rechts hinzufügen. Aber das hat jetzt bei den Copics gar nichts zu verändern, zu tun, etc. So. Es ist halt immer ein bisschen schwierig. Ja, wie setzt du Schatten? Wie macht man das? Ich habe eigentlich das meiste durch Beobachten gelernt, finde ich. Ich habe jetzt nie irgendwelche Bücher studiert mit Manga-Zeichnen, wie koloriert man richtig, was weiß ich. Es ist einfach, ihr müsst, also ich weiß nicht, wenn es euch wirklich interessiert und wenn ihr das wirklich lernen wollt, dann entwickelt ihr irgendwann ein Auge dafür. Schaut das bei anderen Mangas ab oder ich weiß nicht, in Natura, ja, vielleicht guckt ihr das auch einfach bei anderen Menschen ab, ne, im Real Life halt, bei normalen Leuten. Wie fallen jetzt die Schatten, warum und weshalb? Und irgendwann hat man das einfach drinne. Man beachtet dann hier die Gesichtsrundungen, dass es hier vom Auge zum Beispiel rund geht, weil halt die Wange, das Gesicht rund ist. Dass hier hinten halt, wo ich den Hals jetzt mache, dass da halt kein Licht hinkommt, wovon auch. Weil hier sind Haare, die das verdecken. Da kommt nichts hin. Das geht einfach gar nicht. So, da ist auch noch alles in Ordnung. Nicht, dass ihr nachher nichts mehr sehen könnt und ich ganz umsonst aufgenommen habe. So, natürlich ist bei der Hand auch immer ein bisschen Schatten hier oben. Es kommt halt auch individuell drauf an, wie euer Stil ist. Danach setzt ihr dann auch die Schatten. Also bei manchen, die würden halt nie hier so einen harten Schatten setzen, weil, oder generell da einen Schatten. Weil eigentlich müsste da einer hin, aber bei mir haben die Leute halt immer so einen Knick an der Handanatomie, wie auch immer man das nennen soll. Und hier genauso. Ich finde das einfach, weiß ich nicht, das ist halt einfach mein Stil und ich finde das ansprechend, so ein bisschen kantiger Stil. Und halt durch die Pinselspitze kann man das wunderbar, wenn ihr an einer Seite ansetzt, also wenn ihr am Anfang ansetzt, könnt ihr das wunderbar mit viel Druck ansetzen. Und ihr geht ganz leicht raus und dann habt ihr quasi auch schon diesen verschwommenen Effekt. Also da müsst ihr dann nicht unbedingt mit zwei Copics arbeiten und mit Blender. Und ich habe überhaupt gar keinen Blender, fällt mir dabei ein. Ich muss mir irgendwann mal einen zulegen, weil wenn ich das bei anderen so sehe, was die damit machen, nicht schlecht. So, jetzt mal ein paar Schatten am Hals. Da muss man halt auch vorsichtig sein. Weil das Licht kommt von unten. Und auch bei der Nase muss man das schauen. Es ist halt schwierig, das wirklich real wie im realen Leben umzusetzen, diese Schattensetzung. Weil allein schon die großen Augen sind alles andere als real. So, mal kurz ein anderes Liedchen an. Oh nein, Jeanne, es tut mir leid. Ich mache sofort was anderes an. Ich muss meine Lieblingsmusikerin hören. An alle Aju-Fans, sie muss nach Deutschland kommen. Aber gut, so, weiter geht's. Damit hätten wir die groben Schatten, oder die, naja, grob sind sie ja nicht gerade, aber die ersten, mit der ersten Farbe. So, dann gucke ich mal kurz. Also wir hatten die beiden, nochmal zur Erinnerung, Basis, erste Schatten. Man kann jetzt auch mit der ersten
Schattenfarbe quasi nochmal die Schatten versuchen. Aber ich glaube, ich bin da jetzt so oft drüber gegangen, das wird nicht mehr dunkler. Ne, das könnt ihr also auch versuchen. Das geht besonders gut. Dann könnt ihr das mit dem Basiston noch mal weicher machen. Aber das mache ich eher seltener. Also, weil dann hab ich wieder Angst, dass es streifig wird auf der Haut. Hier auf dem hellen Teil halt. Und daher lasse ich das meistens. Was ist denn das da? Ach, egal. So. Mal schauen, der nächste dunklere. Ich könnte den nehmen, den könnte ich aber auch weglassen. Den könnte ich auch nicht nehmen, das ist derselbe. Ich schau mal kurz. Ja, der geht wieder so ins Gelbliche rein. Wenn wir jetzt schon so ein bisschen im Rosanen sind, sollte man auch darauf achten. So, mal schauen. Nein. Sollte man halt darauf achten, dass es nicht zu gelblich wird. Hier wurde es allerdings gelblich, obwohl es aus derselben Reihe ist. YR20, der Silk war YR000. Und dann nehmen wir halt einen anderen. Tja, tja, tja. Mal gucken. Dann nehmen wir den da. Naja, okay. Aber man kann es trotzdem mal versuchen. Also ich versuche es. Ja, und es sieht nicht gut aus. Aber das ist ja das Gute bei Copics. Da kann man ja dann mal schön drüber malen. Und dann ist das quasi behoben. Aber erstmal den richtigen Ton finden. So, der gefällt mir zum Beispiel. Der geht nicht so ganz in die gelbliche Richtung. Und dann können wir das Ganze einfach beheben. Da muss man jetzt drauf achten, wenn ihr die dritten Schatten einsetzt, dass ihr die sparsamer verwendet. Mal wirklich nur, wo Haare zum Beispiel auf die Haut auftreffen. Oder wo wirklich Haut auf Haut auftrifft. Heißt, hier unten zum Beispiel, unterm Hals. Oder wo da wirklich gar kein Licht hinkommt. Und gerade halt, wenn das Licht von unten kommt, ist es generell ein wenig schwierig, dass man da auch den Defekt dann weiterhin beibehält. Hier mache ich das auch noch mal ein bisschen bei den Fingern. Da, wo es ganz dunkel wird. Das hätten wir dann auch schon fast wieder. Jetzt könnte ich theoretisch noch mit Schwarz, wie ich das beim letzten Mal schon gesagt hatte, mit dem Bleistift, da könnte ich noch die harten Schatten machen, aber ich glaube, bei dem Bild ist das so auch in Ordnung. Außerdem habe ich ja hier mit braunen Lines gearbeitet, mit Sienna Braun. Ich kann das mal eben zeigen, falls ich das jetzt gerade mal finde. Ordnung müsste man haben. Hier, das benutze ich immer. Das ist Wasserfest von Winsor & Newton. Für alle übrigens, die mal das Weiß sehen wollten, mit dem ich immer arbeite, was ich gerade überhaupt gar nicht finde. Moment, ich finde es. Es muss auffindbar sein. Wo bist du? Ja, okay. Und davon hätte ich jetzt nicht anfangen sollen. Das gehört ja eigentlich gar nicht in diesen Schritt mit rein. Ja. Nein, das zeige ich dann am Schluss, wenn ich das benutze. Also das wäre eigentlich schon mal so weit zur Haut. Ich schiebe das noch ein bisschen runter. Ja, jetzt kann man halt, wie gesagt, noch... Ich mache halt gern noch die Lippen, betone ich. Moment, den habe ich hier hinten. Auch in meiner neuesten Sammlung.
kindisch romantisch, irgendwer hatte das mal so betitelt. Sowas ist dann eher mein Stil. So, jetzt kann man noch bei den Schatten, das hätte man auch am Anfang machen können, nochmal rübergehen können. Mit dem ersten Schattenton. Ne? Ihr erinnert euch, Silk YR00. Damit die Schatten hier an manchen Stellen vielleicht noch ein bisschen ausgeblendet werden. Also das kann man im Nachhinein immer noch machen, das ist kein Ding. Da braucht ihr auch keinen Blender. Ihr könnt natürlich auch den Blender benutzen. Aber damit habe ich jetzt nicht so die Erfahrung. Aber ich glaube, das geht auch. Also falls ihr mal einen Blender habt, einfach ausprobieren. Irgendwann lege ich mir den auch noch zu. Aber im Moment reicht mir das eigentlich. Also bisher habe ich ihn nie gebraucht. Aber bei manchen Sachen denkt man sich dann so, ach verdammt, hätte ich doch jetzt einen. Naja. Man kann halt nicht alles haben, ne? Trifft auch auf den Künstlerbereich zu. So. Es ist jetzt noch so bei einer Nachtansicht. Ich mache gerne so bläuliche Schatten. Und zwar mit dem hier. Moment, das war der falsche. Hier haben wir ihn. Oder? Ja, doch. Übrigens, Miau macht immer so schöne Schatten und ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie es geht, obwohl sie es mir bestimmt schon 10-mal erklärt hat, mit was sie arbeitet. Aber irgendwie, nein. Also das wäre mein Blau und ich arbeite auch eigentlich nur mit dem. Und irgendwann kriege ich das auch mal hin, dass das so aussieht wie bei ihr. Aber vielleicht schaffe ich sogar bei dem Bild schon. Da muss ich mir nochmal die Anleitung, mit welchen Materialien sie gearbeitet hat, genau durchlesen. Aber ich glaube, mir fehlt der passende Buntstift. Ganz ehrlich. Ja, wie gesagt, bläuliche Schatten ist halt immer die Sache. Wenn man vom Licht angestrahlt wird, sind kaum bläuliche Schatten da, weil die sind meistens nur da, wenn man in der Nacht draußen steht und der Mond von oben scheint. Oder Wasser von unten dann beleuchtet ein bisschen. Das kann man schon gut als Effekt nehmen, dann so ein Blau, aber hier sollte man dann eher sparsam damit umgehen. Und man sieht es auch eher nicht, ne? Wie ihr seht. Da muss man dann richtig mit schön viel Farbe arbeiten, damit das dann sichtbar wird. Und jetzt sieht man es schon eher. Das ist halt die Sache. Und da wirklich auch am besten nur sparsam mit umgehen. Ich mache jetzt auch nur ein bisschen mehr rechts, die Seite, die vom Mond angestrahlt wird. Der ja nicht strahlt, aber egal. Oh nein, Moment, die Musik. Da wollte ich extra schöne Musik anmachen und dann macht iTunes mir allen möglichen Schmarrn an. Okay, Moment. Ich bin sofort wieder da. So. So, dann machen wir noch ein bisschen an der Hand. Und dann ist das Ganze eigentlich auch schon von der Haut her so in Ordnung. Bis halt auf die Sachen, die man dann im Nachhinein noch macht. Und übrigens, wenn ihr hier drüber malt, meistens sieht man es am Ende nicht mehr. Weil ihr macht dann hier alle möglichen Farben drüber. Also ich weiß, ich koloriere nicht so super sauber wie andere. Aber ich finde, das muss man auch gar nicht. Also nicht so direkt. Ich weiß nicht, also schon sauber, aber jetzt nicht in Schrittgeschwindigkeit. Weiß ich nicht. Also manche sitzen da ja vor und machen dann und damit man sich nicht vermalt. Aber ich mache lieber wusch, wusch, wusch. Und ich finde, so unordentlich sehen meine Bilder jetzt auch nicht aus. Es muss halt für einen selber okay sein. Ich glaube, da muss man sein eigenes Tempo halt finden. Hier noch ein wenig blau, wie gesagt, nur halt die Seite, die eher zum Mond hinscheint. Weil von unten kommen fette weiße Strahler und da wird kaum blaues Licht durchfallen. Na, wie ihr seht, wenn ihr viel Farbe auftragt,
Ich kann hier noch ein bisschen machen, ein bisschen nach links, wo die Strahler auch nicht hinkommen. Aber wo die Wand, die weiße Wand, also das Gebäude ist relativ hell, wo das ein bisschen reflektiert und dann ein bisschen blaue Schatten kommen. Aber das sollte es dann auch schon sein. Ne, wenn ihr dann nachher noch mehr blaue Schatten haben wollt, es gibt ja noch genug, wo blaue Schatten draufkommen. Ha,